Isabels Tagebuch. Der Wochenendausflug. Liebes Tagebuch, dieses Wochenende ging es mir zum Glück schon wieder viel besser. Zum Glück, weil ich sonst einen tollen Wochenendausflug an die Ostsee verpasst hätte. Meine abenteuerlustigen Freunde hatten diesen Ausflug ganz spontan geplant. Eine Freundin hat eine Bekannte, die dort in einem kleinen Haus am Strand wohnt. Diese Woche macht sie Urlaub in den Niederlanden und hat uns erlaubt, bei ihr zu übernachten. Schon am Freitagnachmittag, gleich nach der Arbeit, ging es los. Die Fahrt mit dem Regionalzug hat fast 4 Stunden gedauert. Wir sind also erst sehr spät an unserem Ziel in der Stadt Heringsdorf angekommen. An diesem Abend konnten wir nicht mehr viel machen. Wir haben gekocht und zusammen im Fernsehen eine Komödie gesehen. Wir haben den ganzen Samstag am Strand verbracht. Astrid hat versucht, uns allen das Surfen beizubringen. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Es hat viel Spaß gemacht, obwohl ich es nicht geschafft habe, mich länger als 5 Sekunden auf dem Surfbrett zu halten. Ich bin immer wieder sofort ins Wasser gefallen. Trotzdem war es sehr anstrengend und ich habe Muskelkater am ganzen Körper. Ich wusste auch nicht, dass die Sonne hier so stark sein kann. Ich habe mich nicht mit Sonnencreme eingecremt und darum einen großen Sonnenbrand bekommen. Den Sonntagvormittag haben wir damit verbracht, das Haus aufzuräumen und sauber zu machen und ein paar Souvenirs zu kaufen. Wir sind auf der Promenade und auf der Seebrücke spazieren gegangen. Dort war es sehr windig. Wir haben in einem Restaurant Fisch zum Mittag gegessen. Dann mussten wir schon wieder zum Bahnhof gehen. Für den Rückweg haben wir uns ein schönes Wochenende-Ticket gekauft. Es ist nicht teuer und damit können bis zu 5 Personen an einem Tag zusammen mit dem Regionalzug durch ganz Deutschland reisen. Jetzt bin ich schon total müde und wenn ich die Augen schließe, höre ich noch die Ostseewellen. Schön. Isabels Tagebuch, der Wochenendausflug. Liebes Tagebuch, dieses Wochenende ging es mir zum Glück schon wieder viel besser. Zum Glück, weil ich sonst einen tollen Wochenendausflug an die Ostsee verpasst hätte. Meine abenteuerlustigen Freunde hatten diesen Ausflug ganz spontan geplant. Eine Freundin hat eine Bekannte, die dort in einem kleinen Haus am Strand wohnt. Diese Woche macht sie Urlaub in den Niederlanden und hat uns erlaubt, bei ihr zu übernachten. Schon am Freitagnachmittag, gleich nach der Arbeit, ging es los. Die Fahrt mit dem Regionalzug hat fast 4 Stunden gedauert. Wir sind also erst sehr spät an unserem Ziel in der Stadt Heringsdorf angekommen. An diesem Abend konnten wir nicht mehr viel machen. Wir haben gekocht und zusammen im Fernsehen eine Komödie gesehen. Wir haben den ganzen Samstag am Strand verbracht. Astrid hat versucht, uns allen das Surfen beizubringen. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Es hat viel Spaß gemacht, obwohl ich es nicht geschafft habe, mich länger als 5 Sekunden auf dem Surfbrett zu halten. Ich bin immer wieder sofort ins Wasser gefallen. Trotzdem war es sehr anstrengend und ich habe Muskelkater am ganzen Körper. Ich wusste auch nicht, dass die Sonne hier so stark sein kann.
Ich habe mich nicht mit Sonnencreme eingecremt und darum einen großen Sonnenbrand bekommen. Den Sonntagvormittag haben wir damit verbracht, das Haus aufzuräumen und sauber zu machen und ein paar Souvenirs zu kaufen. Wir sind auf der Promenade und auf der Seebrücke spazieren gegangen. Dort war es sehr windig. Wir haben in einem Restaurant Fisch zum Mittag gegessen. Und dann mussten wir schon wieder zum Bahnhof gehen. Für den Rückweg haben wir uns ein schönes Wochenendeticket gekauft. Es ist nicht teuer und damit können bis zu 5 Personen an einem Tag zusammen mit dem Regionalzug durch ganz Deutschland reisen. Jetzt bin ich schon total müde und wenn ich die Augen schließe, höre ich noch die Ostseewellen. Schön! If you like this video, please subscribe to my channel and sign up for my comprehensive and clearly structured German video course on germantogo.com. Danke!